Ah, sieht nach Boss aus. Ja. It's Boss Time. Da ist die komplette Arena verfügbar. Behemoth. Als ob wir den nicht schon kennen würden. Platz 40. Ja, genau der Boss, den wir vorhin hatten, ist jetzt wieder hier. Diesmal hält er ein bisschen mehr aus. Und hat auch mehr HP als der letzte. Ist aber letztendlich genauso. Also er kann nichts Neues. Es hat einfach nur mehr HP. Und macht vielleicht auch noch mehr Schaden. Gut. Die Blitzattacke hätte ich überstanden. Das. So. Ja. Ganz ruhig schon mal dein Grabgebet machen oder so. Oder was auch immer du machen willst. Okay, das schaffe ich nicht mehr. Irgendwie bin ich trotzdem ausgewichen. Heb mal bitte deinen Kopf ein bisschen an. Ich kann es nicht leiden, wenn ich fast am Runterfallen bin. So. Und Absturz. Und schon sind es nur noch zwei Leisten. Gut. Okay. Die Attacke habe ich auch überstanden. Hat er mich bis jetzt überhaupt getroffen? Ich bin mir gar nicht sicher. Wenn, dann von den Blitzen, aber ich wüsste nicht wann. Den konnte ich bis jetzt ganz gut Mana wecken. Okay, das hat er auf jeden Fall getroffen. Und das hat auch ganz schön viel Schaden gemacht. So, kann ich hier bitte jetzt die dritte Leiste abziehen? Ich wäre dir sehr verbunden. So. Okay. Okay. Mal wieder die Attacke grandios verhindert. Dass sie mir irgendwelche Probleme bereitet. Und es geht weiter. Ja, es war klar. Schaden macht er ja, wenn er mal trifft. Aber er ist halt so langsam, dass er kaum trifft. So. Na super. Fang doch nicht wieder mit dem Schmarrn an. Das war zu spät. Gut. Also, das ist ein Absturz. War ja zu erwarten. Okay. Ich muss nur noch eine Leiste entfernen, dann bist du endgültig erledigt, Kumpel.
Oh, bitte nicht die... Oh. Danke, du hast die Attacke abgebrochen. Ist ja nett. Ich wusste gar nicht, dass du so nett sein kannst. So. Dann beenden wir das jetzt. Nur noch ein paar Hiebe und du bist Geschichte, Kumpel. So. Das war's. 600 Punkte ist ja gar nichts. Letzter hat 16.000 gegeben. Eisra hat sich zu Eisgar weiterentwickelt. Yay, eine neue Magie auf Max-Level. Ich glaube sogar erst die zweite. So, Platz 39, Augenwerfer und Pyrozipfler. Na, das sollte ein geringeres Problem darstellen. Autsch. Und ein Level Up. Yay, Maximum AP. War das alles? Wow. Ich hätte den Fight mir irgendwie schwerer vorgestellt. Dafür, dass ich gerade eben gegen Behemoth gekämpft habe. Arktik-Zipfer von Gargoyle. So. Und weiter. Geht der Fight. Ich muss ehrlich überlegen, ich weiß gerade gar nicht, was auf Platz 30 der Gegner ist. Platz 10 weiß ich, Platz 20 weiß ich auch gerade nicht. Aber ich weiß einen von beiden, Platz 10 oder 20, Platz 30 oder 20, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich weiß, was es ist. Also einer von beiden. Ja. Oh. Ich habe kapiert, dass du da bist. Ich werde mich schon um dich kümmern. Ich sollte mich erstmal um den Gauntlet kümmern. Die Hände sind die schlimmsten im Moment. Oh mein Gott. Autsch. So. Oh mein Gott. Gut. Ah. Ohne Trotzkopf wäre ich schon so oft tot. Gut. Ein Kinderspiel. Das war doch nicht so einfach, wie ich gedacht hätte. Ich bin noch nicht auf die vorbereitet. Giftpilze. Giftfungi und Vita-Zipfler, naja. Das ist auch kein schwieriger Fight. Ich muss halt erst den Vita-Zipfler erledigen. Ja, Donald wurde erwischt. Ist sowieso noch einer übrig. Oh ja, würdest du bitte einfach mal... So. Gut, er verwandelt sich zurück.
Quatsch, das war kein Problem. Danke, mein Freund. Yay! Pyrozipfler, Zickzackzipfler und Arachorn. Ja, das ist auch kein schwieriger Fight. Aber allgemein sind die Fights jetzt noch nicht so schwierig gewesen, außer die Bossfights vielleicht. Die haben reingehauen, aber was die normalen Gegnerfights angeht, die sind noch nicht sehr herausfordernd. Allerdings kommt das noch. Das kann ich garantieren. Ich weiß, was in diesem Cup noch auf mich zukommt und das ist nicht lustig auf Dauer. Okay, Optitrix, Chamele, also jetzt kommt so ein der Boss aus der Dingenswelt. Tarzan. Bloß dass er diesmal halt schwarz ist. Na super. Gut, habe ich jetzt alle nervigen Nebenfaktoren erledigt? Ja. Dann kann ich mich ja jetzt um den Chimalisten-Kugel kümmern. Ah, verdammt. Ich hätte irgendwie gehofft, dass ich das blocken kann. Okay, er ist K.O. Das Problem ist, die Viecher zu besiegen. Die sind dann nur noch ziemlich resistent mit einem HP. Ich glaube, da muss man die auf dem Rücken mit einer Endkombo treffen oder sowas. Ja. Okay. Ich glaube, ich habe den wunden Punkt getroffen. So. Das war der Zwischenboss. Mal gucken, was als nächstes kommt. Die Hexer. Ja. Das ist auch nicht so eine schwierige Kombo. Im Gegenteil, eigentlich ist es sogar relativ easy. Na. Wirst du wohl. Hey, den schwarzen Magier kann ich mich auch noch später drum kümmern. Erledigen wir erstmal die nervigen Zipfler. So. Das war's. Okay, was steht jetzt an? Okkulten, Schattenlurche und Schwarzmagier. Naja, ist auch nicht so schwierig. Ich finde Schwarzmagier jetzt nicht so die gefährliche Welt. Und Schattenlurche, naja. Die waren schon in der ersten Welt nicht gefährlich. Okay. Ah. Gut. Außerdem ist Schwarzmagier auf einem offenen Feld nicht so gefährlich. Gefährlich, wenn sie sich verstecken können, die Mistviecher. Engelschwinge. Ein völlig neuer Gegner, der erst in der neuen Welt auftauchen will. Aber in diesem Cup gibt's den schon. Und das ist einer meiner absoluten Hassgegner. Das ist einer der gefährlichsten überhaupt, die es in Kingdom Hearts gibt, von den normalen Herzlosen.
Ah ja, ich weiß auch ganz genau warum. Davon wird es noch einige in diesem Cup geben. So, okay. Engelschwinge erledigt. Dann kann ich mich jetzt um die unbedeutenden Schwarzmagier kümmern. Eigentlich völlig unbedeutend. Boss Time. Ah, Kerberos. Gut, die Höllenbellos waren also Platz 30. Dann weiß ich nicht, was Platz 20 ist, obwohl ich kann es mir denken. Ja, doch, ich glaube, ich weiß, was Platz 20 ist. Ja, ich bin mir ziemlich sicher sogar. Oh mein Gott. Ah, nein. Es war mir so klar, dass das passieren würde. Verdammt. Ich kann jetzt ab Platz 40 theoretisch beginnen. Will ich das jetzt noch machen? Na, warte. Erstmal gucken wir uns die Ausrüstung an. Ich habe ja ein paar neue Dinge gekriegt. Schokobo habe ich gekriegt. Gibt einen Schadenspunkt weniger. Schade eigentlich. Wäre bestimmt länger gewesen. Heros habe ich gekriegt. Das sind sogar zwei Punkte weniger. Mhm. So. Hat Donald noch einen Stab gekriegt? Thanatos Stab? Nein. Aber Goofy hatte noch ein Schild gekriegt. Herkules-Schild ist schwächer. Genji-Schild ist schwächer. Und Defender-Schild haben wir gerade an. Gut, Abilities. Sora. Ja, außer Tontaube habe ich nichts Neues. Donald ebenfalls nicht. Und Goofy hat keine Abilities. Na gut. Status, Level Up ist bald erreicht. Bin jetzt 56. Hm. Ich glaube, bevor ich den Hades Cup dann doch weitermache, werde ich in die letzte Welt gehen. Und ja, ich würde sagen, geht's mit der Story noch ein bisschen weiter erstmal. Ich wollte zwar eigentlich die letzte Welt erst später machen, aber egal. Macht ja nichts. Und dann werde ich auch wahrscheinlich erstmal die Aufnahme wieder beenden. Denn ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen. Wäre schon ein bisschen blöde. Nicht wahr? Ich habe übrigens gerade gemerkt, dass mein Mikrofon total weit unten war. Ich hoffe, man hat mich einigermaßen gehört. Ansonsten werde ich das mit der Zeit mal noch ausgleichen. Hi, Yuffie. Ansem und Malefiz waren beide von der Dunkelheit besessen. Wisst ihr, das kapiere ich nicht. Was ist so toll an der Dunkelheit? Keine Ahnung, vielleicht bringt sie Macht oder so. So viele Bücher, aber keins darüber, wie man die Dunkelheit... Vielleicht ist das hoffnungslos? Nee, das wollte ich eigentlich nicht wissen. Eigentlich habe ich hier jemanden anderes vermutet. Das muss doch irgendwo... Die ist doch hier bestimmt irgendwo. Oder? Ah, hier. Eris. Sora, lies das mal. Was soll ich lesen? Das ist der Rest von Ansems Bericht. Malefiz muss ihn gesammelt haben. Ansem Bericht 2, 4, 6, 10 erhalten. So, du gibst mir noch was. Ansem verschwand, als Welt der Dunkelheit zum Opfer fiel. Er soll umgekommen sein, als er das Volk gegen die Herzlosen verteidigte. Aber Ansem war derjenige, der sie herbrachte. Hä? Ich dachte, du gibst mir noch was. Leon, du vielleicht?
Dies war einmal an zum Schloss. Als weiser Mann genoss er hohes Ansehen, aber die Dunkelheit bemächtigte sich seiner. Er begann, mit den Herzen der Menschen zu experimentieren. Dieser einst weise Mann, so viel Leid und Zerstörung. Und wofür? Aber ich habe doch erwartet, dass ihr mir jetzt noch was gebt. Etwas, was ich ganz, ganz dringend möchte. Das ist voll gemein. Wann kriege ich denn das? Muss ich da irgendwas abschließen, oder? Oder gibst du mir das jetzt, nachdem ich... aber dies ist ein kleines Licht, um dich zu beschützen, Sora. Oh! Ah, danke. Ich wusste doch, dass es hier gibt. Lies diesen Bericht, dann verstehst du Anzims Absichten. Aha, sagst du jetzt immer was anderes? Nein. Ich glaube, die Welten können wiederhergestellt werden. Sie existieren noch. Wow. Ich sag tatsächlich ständig was anderes. Okay, jetzt nicht mehr. Gut. Das wollte ich haben. Jetzt habe ich nämlich die maximale Heilungskraft. Viga. Oder Vidga. So. Dann geht's jetzt ab in den Gummijet und ich möchte zur nächsten Welt reisen. Und dann sehen wir in der nächsten Aufnahme, was es dort zu erkunden gibt. Wobei ich die nächste Aufnahme dann, glaube ich, erst eine ganze Ecke später machen werde. Damit ich mit dem Hochladen noch hinterherkomme. Und ich dann noch weiß, ob ich den Endboss machen soll oder nicht. So. Irgendwie sieht das Gebiet immer düsterer aus, je weiter ich fortschreite. So. Autsch. Oh, das hat gar nicht mal so viel Schaden gemacht, wie ich erwartet hatte. So. Wie weit der Weg jetzt ist. Ich glaube aber nicht so weit, oder? Hoffe ich jedenfalls nicht. So. Was ist denn das? Oh Mann. Flugschiffarmee von Anzim oder was? Wow. Und hier nochmal volle Heilung. Kommt entweder jetzt was Gefährliches oder... So, da sind wir. Das Ende der Welt. Okay, was uns hier erwartet, das erfahrt ihr in der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann, wenn ich das Ende der Welt mache. Und dann mal schauen, was noch kommt. Ich werde auf jeden Fall noch einiges machen für 100%. Aber wir sind storytechnisch schon bald dem Ende sehr nahe. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!